Gut, wieder was gelöst, ne? Ich frage mich ein bisschen, da würde mich wieder natürlich eure Meinung interessieren, ob ihr das. Oh, wie hast du das denn gekriegt? Musst aber schnell gewesen sein. Wie ihr so die Twists findet, das finde ich sehr interessant finden. Pass bitte auf dich auf. Ah, sie ist voll lieb. Wahrscheinlich hat sie sich, weißt du, wie jeder sofort in ihn verknallt, als sie ihn das erste Mal da in Frankreich gesehen hat. Und sie hat gleich so, Happa, Happa! Oh, ich darf aber nichts sagen, aber ihm muss ich auch nichts sagen. Gag me, Daddy! Weißt du, so ein bisschen. Pieps, pieps! Hä? Dieser Vogel scheint einen Brief im Schnabel zu haben. Arg liest den Brief. Danke für die Erklärung. Ich bin Majo und schreibe aus Sibirien. Arg, wusstest du, dass Neo-Tokio zerstört wurde? Ja. Ein Virus namens Asmodeo löste die Katastrophe aus. Wir waren in dem Virus drin. Wir müssen Beruga das Handwerk legen, oder die Welt geht unter. Könnt ihr euch nicht zusammentun? Es ist nur Russland. Lord Kumari hat einige Landsleute um sich versammelt. Wir ziehen zum Laborturm im Ostsibirien, um Beruga zu stoppen. Das sind die mutigen Kämpfer. Fyda, die Lady mit dem Schwert. Roy, der frühere Söldner. Und meine Enkelin Mailin. Mein Gott, bin ich ein schlechter Großvater. Nein, sie ist ja stark. Sie kann ja was Starkes, aber trotzdem. Er hat sie sowieso in die ganzen Welt rumlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat. War Mailin dann wochenlang auf einem Boot? Alleine? Mit Matrosen? Ich meine, das war kein Problem. Mit ihrer Macht konnte sie Illusionen erschaffen. Und dann dachten alle, sie wäre, keine Ahnung, Matrose selbst oder so. Also, sie ist schon ziemlich sicher, aber trotzdem muss das einsam sein. Oder auch nicht. Sie kann dir einfach eine Illusion machen, dass sie eine heiße Frau ist und dann rubbel die Katz, ne? Rubbel die Katz, warte mal. Rub the Pussy. Merke ich jetzt erst. Okay, Ark, wenn du diese Zeilen liest, dann eile uns zu Hilfe. Ich schreibe diesen überall Herzchen über den Is. Wir treffen dich am Laborturm in Ostsibirien. Majo. Flieg weg. Trällerö. Oh mein Gott. Really? Trällerö. Ah, wir können es uns Zeit lassen. Die Tür scheint kaputt zu sein. Ah, genießen wir noch ein bisschen Oberwelt, Stockholm hier. Ah, wie schön. Hab kein Spiegelung, ich bin Vampir. So, weil das war ja schon ziemlich heftig gerade. Er wurde von allem und jedem verarscht, hat rausgefunden, wer er wirklich ist, hat rausgefunden, dass alles Kacke war, was er getan hat, und jetzt will er es wieder gut machen. Und in Stockholm. Warum ist alles noch sauber und gut? Da war sie aber ganz schön fleißig, die Melina. Aber hier reden gar nicht die Kürbisse. Was ist denn das? Und alle anderen im Dorf. Geht's arg gut? Die Kürbisse reden nicht mehr. Die Kürbisse. Aber okay. Puh. Warte mal, das bedeutet, mein Fußballteam ist auch böse. Wollen die mich jetzt auch töten? Oh nein, noch mehr Chicken Nuggets. Finale, Finale! What? Wow! Meine Fresse! Ich wusste nicht, dass ich wirklich nochmal durch den Wald durch muss. Jetzt könnte man natürlich. Hallo, hallo, ich gehöre zu Melina. Oh mein Gott, ich gehöre zu Melina! Warum trefft ihr mich eigentlich noch so stark? Okay, aber wenn wir schon mal hier sind, wisst ihr was? Dann können wir eigentlich ja auch den Kristall suchen, oder? Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Oh mein Gott! Man muss sich's nur wünschen! Ark, Ark, wir werden alles dafür tun! Ah. Weißt du, Ark ist so. Das haben früher viele Serien und Filme ja auch gemacht, dieses, oh, du bist doch böse. Er ist einer von Satans
Söhnen. Er denkt sich jetzt, Papa, ich werde dich fertig machen. Boah, die Seelen der Stockholmer Leute sind aber auch schrecklich. Hä, warte. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich muss eigentlich nur einmal kurz raus. Ich muss nur einmal ganz kurz raus. Bitte lass mich nur ganz schnell raus. Ah! Wo geht's hier raus? Hier, okay. Boah, der Weg nach Stockholm ist aber auch gepflastert von nervtötenden Gegnern. Ich habe dich gesehen. Ich habe ganz genau dich in dem Bäumchen gesehen. Ich bin so stark. Ich habe nämlich eine Heldenausrüstung. Aber wie cool. Was? Ich darf nicht so viel verraten. Eine Sache wundert mich. Warum Oberwelt-Arc nicht direkt... Warte mal, konnte ich hier rüber? Ist er? Nee. Nein, schon gut. Nicht direkt nach Stockholm gegangen ist, um sich diese Sachen zu holen. Weil eigentlich sind es ja die Sachen von Positiv Vibe Arc, ne? Oh, warte mal, vermehrt das auf. Es gibt zwei Arcs. Route 34. I don't think so. Aber, warum eigentlich nicht? Ah ja, stimmt ja, hier war ja, Mylin. Lass mich mal in Ruhe. Ihr gebt mir eh, glaube ich, nicht viel, oder? Nee, das lohnt sich gar nicht. Man könnte Arc mit Arc schippen. Ich töte einfach so gerne. Ich kann nicht ohne töten. Töten. Ich bin falsch gelaufen. War es unten? Oh mein Gott, warum muss man nochmal durch den Wald? Und das nervt mich. Warte. Gut. Also, es gibt jetzt also zwei... Nee, es hat mich als Kind schon gewundert. Warum kriegt er das... die Ausrüstung? Ich weiß, weil er jetzt der Typ ist, der Mr. Macker. Macht ja auch Sinn. Töte euch einfach aus Prinzip. Nein, ich nehme euer Geld nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, zeig mir den Weg. Zeige den Weg. Folge dem Zauberlicht. Oh mein Gott. Der Hund dreht auch ab. Ist ja gut. Ich weiß doch selbst nicht. Ich will doch weg, weißt du, wenn man weg möchte und sagt, ja, lass mich nur durch, aber die lassen mich nicht. Ich kann nichts dafür. So, okay. Puh. Endlich. Wir machen auf jeden Fall, wenn wir fertig sind, die fucking Brücke wieder heil. Melina, kein Aber. Ich habe noch geiles Holz in der Tasche. Das können wir dafür benutzen. Und wenn, dann hole ich neues Holz. Das beste Holz, ey. Wurde mir gesagt. Oh mein Gott. Kommen wir später zu. Ich wüsste auch gerne mal eure Meinung. Sehr wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig für... so viele Fragen habe ich und keiner beantwortet sie mir. Ob ich weniger labern sollte. Ich glaube, das habe ich schon mal gefragt, ich weiß. Oh, jetzt hätten wir hier einfach hingehen können. Aber das ist mir auch wichtig, weil es ist halt mein Stil, mein Let's Play-Stil. Alles auseinanderzunehmen, zu philosophieren, zu kritisieren, loben und so weiter. Und auch manchmal einfach 5 Minuten still zu halten und darüber zu reden. Aber ich mag das halt. Aber ich wüsste natürlich auch gern, ob ihr dann irgendwie genervt seid oder sagt, nö, ist vollkommen in Ordnung. Mach mal, wir hören dir eh nicht zu, ich klick eh nicht. So ein bisschen. Nein, ihr wisst schon, was ich meine. Bevor wir jetzt Beruga einen Besuch abstatten, gehen wir nach der... shit. Ich will gucken, ob Liam da ist. Mich regt das so auf mit dem Zoo. Und ich möchte alle töten. Also alle Menschen töten. Weil ich möchte, dass der Zoo nicht mehr ist. Versteht ihr? Das regt mich richtig auf. Aber okay. Wir können ja... Ich glaube, fliegen geht schneller. Was mich jetzt ein bisschen nervt, weil ich ja eigentlich nicht normal fliegen wollte. Aber es ist mit unserer Möwe. Also alles gut. La 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 Amazonas. Mal wieder über Amazonas. War das hier?
Nee, später. Aber... Wo war denn das nochmal? Ich bin jetzt verwirrt. Wo war nochmal der Vogel? Musste ich da oben... Nein! Oh, ich bin so dumm. Mache ich das ohne euch? Wir können ja währenddessen darüber reden. Also, die Tiere und die alle haben, sie haben mich auf jeden Fall alle nicht vergessen, ne? Die Pflanzen und so, alle mögen mich noch und das ist schön, finde ich. Und ich verstehe immer noch nicht, warum man die Klamotten, das muss so weh getan haben, so zu wachsen, aber okay. Auf jeden Fall war das super überraschend, fand ich damals, dass wirklich der Hauptcharakter einfach getötet wird, aus gutem Grund. Und daher, naja. Muss ich jetzt hier ganz nach oben? Nur für Liam? Hätte ich doch den kürzeren Weg gehen sollen. Egal. Genießen wir nochmal die Welt ein bisschen. Weil wir haben soweit alles getan. Ja, Leute, wir haben die Städte vergrößert. Ich glaube, wir haben 100%. Das heißt, Beruka fehlt jetzt noch. Hallo, Switcher, Fieb. Und ansonsten war es das. Das heißt, es kommt jetzt, wir müssen jetzt einmal zu Beruka und gemeinsam mit den buddhistischen Leuten besiegen. Wir genießen nochmal die Möwe. Ich glaube, ich werde nicht zurückfliegen. Das war mir jetzt doch zu weit. Ich habe mich vertan in der. Aber nochmal fliegen ist doch auch schön. Ist ja auch, fällt mir nicht der Einzige, der so ein bisschen melancholisch dann wird oder so, dass er so denkt, wird lange nicht mehr sein. Ne? Weil vielleicht spiele ich das Spiel niemals nochmal. Vielleicht sterbe ich in 3 Wochen oder so. Aber, hoffentlich war das kein Foreshadowing. Oh mein Gott, die Safari ist wirklich zu. Ist wirklich leer. Oh mein Gott, ist das Hardcore. Wenn ich es nochmal spielen würde, auch wenn ich liebe das Größermachen von den Städten, aber es ist wirklich egal. Das hätte ich nicht gedacht. Als Kind dachte ich, das wäre total wichtig und gut und groß. Und jetzt denke ich mir so, nächstes Mal spiele ich einfach das Spiel und scheiß auf die Umgebung. Wo ist Liam? Ist der immer noch mit seiner Trap? Oh mein Gott. Heftig, alle weg. Oh, die Möwe auch. Oh. Warte mal. Kommt die wieder, wenn ich reingehe? Das ist jetzt richtig schlimm. Die Möwe ist weg. Meine Möwe ist weg. Nein, nein, Möwe. Sie ist traurig. Sie ist sauer auf mich. Nein. Am Ende gab es doch kein Happy End. Alle sind sie weg. Ich habe keine Ahnung, ob Liam in Sicherheit ist. Ich meine, ich glaube, Amerika hat gesagt, sie werden ihn beschützen. Aber wow, das ist ein Dämpfer. Die ganze Stimmung ist dadurch ein bisschen kaputt, muss ich zugeben. Ich bin wirklich am Überlegen, wenn ich es nochmal spiele, nichts zu vergrößern. Ich meine, einige Sachen sind gut zu vergrößern. Aber da waren... Ah, hier sind noch ein paar Tiere. Okay, wenigstens etwas. Aber das ist wirklich... Das macht mich trauriger, als es sollte. So, dann gehen wir jetzt nochmal... Sagt ihr etwas dazu, dass ihr... Nein, ich möchte gucken, ob ihr etwas dazu sagt, dass die jetzt in Russland sind. Sibirien, meine ich. Aber da oben halt. Warte mal. Hä? War das nicht hier? Boah, ich komme nicht klar mit dieser... Warum ist er eigentlich so versteckt, sein Tempel? Hier. Da, er ist noch da. Okay, du bist nicht auf dem Laufenden. Hä? Das Kind zu rufen, ja, ja. Das goldene Kind kann das Schicksal in die rechte Bahn lenken. Ja, die wussten, dass der gute Ark wiederbelebt wird. What the fuck? Der prophezeit aber nicht, dass wir hier... ich war ein Baby, Kumari? Du hast mit mir geredet? Okay.
Hat jemand den irgendwie Memo verschlafen oder so? Sehr seltsam. Okay, tschüss. Ob My Lin oben ist? Das dürfte ja eigentlich nicht sein. Vielleicht hätten sie nicht gedacht, dass man nochmal hierhin zurückgeht oder so. Das finde ich immer blöd. Das haben sie bei einem bestimmten anderen Spiel auch gemacht. Naja, geht in beide Richtungen. Zum Beispiel, ah, okay, daran haben sie gedacht. Das Luna, da ist es ganz schlimm. Da habe ich mich gemerkt, dass die Leute immer wieder was anderes sagen. Und denke ich, oh, ich könnte jetzt ganz zurück zum ersten Dorf laufen. Aber das ist so langweilig, was die Leute sagen. Und dann gibt es Lufia, wo sie alle irgendwie voll vergessen, dass etwas passiert ist. Das ist auch schlimm. Jetzt muss ich doch nochmal durch diese fucking Wüste. Nein, aber da war ich echt traurig. Weil bei Lufia passieren einige Sachen. Und dann bin ich zurückgegangen und gesagt, oh, mal gucken, ob in der Stadt jetzt was passiert ist. Und die tun so, ob es nicht passiert wäre. Das heißt, da haben die Entwickler sich gedacht, warum sollte jemand zurücklaufen? Okay, weil ich die Charaktere mag. Und bei Luna genau andersrum. Da machen sie sich die Arbeit, geben jedem einen neuen Text. Und ich denke mir nur so, warum sollte ich zurücklaufen? Luna ist so, können wir eigentlich auch mal spielen. Aber ich bin am Überlegen, obwohl natürlich die PlayStation-Version, die schöne ist mit den Videos und sowas, die Remake-Version auf dem GBA ist da so ein bisschen entspannter. Sie macht nur mit Bildern, du hast deinen Spaß. Ich glaube, wenn, dann würde ich die GBA-Version spielen. Ich weiß auch nicht ganz genau. Ja, doch, doch. So, warte mal. Ich habe sie, glaube ich, sogar hier, oder? Wo habe ich Luna? Da, Luna. Ich müsste ja nicht abnehmen. Ich hab meine Gameboy-Advance-Spiele an die Wand gehangen. Und ist vielleicht nicht so gut, weil jetzt das ganze Licht die letzten Jahre darauf geschienen hat. Aber hier habe ich Luna. Woo! Naja, okay. War das auf Doll? Ich guck gerade. Ich glaube nicht. Warte mal. Ist egal. GBA ging alles. Da habe ich mir die Version geholt, die es gab. Und fertig. kommt davon, wenn man es vergisst. So. Das war's eigentlich da. Wir sind durch. Wir haben die besten Sachen. Wir müssen also eigentlich nichts mehr einkaufen. Wir könnten natürlich noch andere Sachen einkaufen. Aber who cares ein bisschen, muss ich zugeben. Wir haben unsere Knollen. Wir haben die beste Rüstung. Wir haben die beste Waffe. Also geht's jetzt eigentlich nur daran. Zu Beruga. Jetzt können wir nochmal die Sekte abgehen. Aber nö, ich glaube, das war's dann. Wir haben alles gemacht, was man so machen kann in diesem Spiel. Kam jetzt überraschend, ja, aber es ist halt trotzdem wie ein Film aufgebaut, ne? Die großen Überraschungen kommen am Ende. Flugzeuge waren ziemlich egal. außer dass wir nach Australien jetzt können, wow. Aber warum hier? Guck mal, man kann richtig, wuhu! Man hat hier richtig, warum? Konichi, mach mal hier, dass das Flugzeug verschiedene Modi hat. Warum? Das wird doch eh nicht benutzt. Du hast doch sonst nichts zu tun. Du fauler Sack. So ein bisschen. Deine Mutter hat nichts zu tun. Oh, sorry, ey. Sie hatte halt einen Unfall. So, wir gehen nochmal hier hin. Vielleicht, ich will mal wissen, ob die sich freuen, dass er wiedergeboren ist. Na, ihr? Nein, nein, das möchte ich nicht. Ihr müsst doch glücklich sein, oder? Okay. Beruga wird mal auferstehen. Wird den vollkommen pausieren. Er ist schon auferstanden. Warte mal, hat Beruga euch nicht Bescheid gesagt? Was für ein Arsch! Ihr seid hier die ganze Zeit an seinem Arsch am Schnuppern. Und lasst nicht. Ich bin, glaube ich, voll unterlevelt. Uiuiui. Ja, hatte ich ja sowieso vor im letzten Dungeon hier jetzt. Und was soll's? Wir gehen einfach mal. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für die. Sie haben überhaupt nicht mitbekommen,
Ich meine, Beruga ist schon wieder da, schon wieder voll aktiv, hat schon wieder ein paar Leute umgebracht und so. Und die denken immer noch, sie müssen beten. Hier ist nichts. Da haben sie auch keinen Bock mehr, ne? Was gibt's in Russland? Nichts. Okay, dann machen wir auch nichts. Aber haben wir hier noch eine Höhle? Mit nochmal einem gespannten... Oh nein, zwei gespannten. Kann man da oben durchlaufen? War da was? Gucken wir mal. Ach, Fluffy. Ach, Fluffy hat überhaupt keinen Bock auf uns, ne? Will uns überhaupt nicht irgendwie kennenlernen oder sowas, sondern einfach nur... Mein Gott, dauert das. Aber warum hat der andere Held Fluffy nicht geholt? Naja. Ach, das ist ja kurz hier. Hä? Okay. Russland ist seltsam. Was soll das? Was sollte das jetzt? Wow. Du schaffst das. Ja, du hast keine Angst mehr vor nichts mehr. Hat er nicht eigentlich dem Helden seine Sachen jetzt weggenommen? Wo ist der andere Held? Ist er jetzt irgendwo in Brasilien und feiert? Und hat keinen Bock auf den ganzen Scheiß? Eine Truhe. Alleine stehend. Den Aura-Stab. Das hätte ich mal früher machen sollen. Das wusste ich jetzt auch nicht mehr, muss ich zugeben. Was ist denn ein Aura-Stab? Ich hätte nicht so viel wegschmeißen müssen. Verwandelt Stärke in Abwehr. Ja. Also. Ich finde die witzig, diese Ideen von Waffen. Aber. Hätte man besser machen können. Weil, warum soll ich einen Aura-Stab jetzt benutzen? Weil im Endeffekt ist ja eh egal, ob man nun stärker angreifen kann oder besser verteidigt wird. Naja, los geht's! Berugas! Ganz rechts liegende, ganz nah an Tokio. Ganz schön dumm von ihm. Was machen die Kinder hier? Okay, er ist jetzt kein Kind mehr, aber... Hallo Nacht, ich kenne dich doch irgendwoher. Überlass es, Perry. Okay, warum redest du von dir so? Überlass es, Nacht. Ich weiß, wo wir Beruga finden. Hallo, Mylin. Wie aufregend. Der König der Tiere beschützt mich. Liam ist hier? Ich hoffe, Liam weiß das auch. Wow, Ark gibt... Sagt schon so, ach, Mylin, weißt du? Ark ist so cool, ich mag Ark. Na, endlich bist du da. Dieses Beruga's Laborturm. Hoch oben geschehen grausame Dinge. Ich musste erstmal wiedergeboren werden, aufwachsen, meine alte Freundin sterben sehen, mich verraten lassen und dann durch den Wald nochmal laufen. Also, komm mal runter, Opa. Ja, ich hatte viel zu tun. Wie kommt ihr eigentlich hin ohne Flugzeug? Die mussten ja auch einmal ganz durch hier, durch Russland hier, Sibirien laufen. Grausame Dinge geschehen ganz oben. Er guckt Trash-TV. Oh. Mir scheint, dass Beruga von einer höheren Macht gelenkt wird. Er predigt, dass ein Wesen des Untergrundes die Welt befreit. Das hat er vorher nicht gesagt. Das ist ein bisschen billig. Es ist ein bisschen Anime in der Mitte. Oh, es gibt noch einen Böseren. Ich weiß nicht, was es für ein Wesen ist, doch ich fürchte es. Okay. Ist nur der Teufel. Kumari hat verkündet, dass nur Ark die Welt befreien wird. Okay, ja, kannst ruhig du sagen, dankeschön. Und Kumari hat nichts weiter... Kumari weiß gar nicht, dass ich... Egal, ihr seid alle ein bisschen durch den Wind. Sind wir das nicht alle ein bisschen bei diesem Spiel? Ark macht eh einfach nur das Beste. Ark ist super toll, ne? Er versucht immer das Beste und Gute zu machen und wird dabei immer in Scheiße reingezogen. Aber er ist so paradox es klingt. Ein richtig guter Mensch. Wir werden alles tun, um uns zu helfen. Weggehen zum Beispiel. Nacht, lass uns durch eine andere Tür eintreten. Ich möchte dich noch ein bisschen für mich haben. Ark, ich vertraue dir, Mylinna. Nein! Können wir wechseln? Können wir tauschen? Nein! Endlich kann ich mein Skateboard einsetzen. Du machst nichts anderes. Nichts. Ark, versuche nicht, mich aufzuhalten. Oh nein, Nacht, gehe nicht. Oh nein, oh, das ist blöd.
Wieso denkt er, ich will ihn aufhalten? Was ist das? Warum? Was ist passiert hier? Ich will nicht, Mylin. Ich will auch nicht, Hayao. Ich möchte niemanden. Ah, kann Kumari nicht mit mir kommen? Das wäre viel cooler, wenn Kumari jetzt an meiner Seite steht. Okay, Mylin. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt, dass ich keinen Bock auf dich habe, aber ich habe keinen Bock auf dich. Wie aufregend, der könnte Tiere beschützen. Ja, okay. Okay, ich lass dich alleine, wie es scheint. Arg, wir kommen doch am Stück hier raus, oder? Dort vorne ist eine Überwachungskamera, die übernehme ich. Was? Geh doch einfach, wenn du Angst hast. Was? Was machst du? Ich höre nichts. Ja? Ich höre was? Gut, Ark, ich bin beruhigt. Was? Übersetzer, ganz ruhig jetzt mal. Du hattest jetzt nicht so viel Scheiße gebaut, scheinbar. Nee, komm mal. Haben sie ihn mal erwischt, wie er nicht besoffen war? Ich bin ja auch kein Kind mehr. Du warst ein Baby vor kurzem noch. Aber okay. Oh, ich bin beruhigt. Was labert ihr? Ich glaube nicht, dass die Kamera uns wahrgenommen hat. Hollerö, endlich kann ich meine Fähigkeiten nutzen. Endlich! Du machst die ganze Zeit nichts anderes. Nacht fährt nur Skateboard. Hayao labert nur dumm rum und bringt Kinder in Gefahr. Labert doch nicht so einen Scheiß. Durchgehend labert ihr Scheiße. Los, gehen wir. Wir gefährden die anderen, wenn wir hier bleiben. Tun wir? Hallo, Zip. Okay. Da, Vorsicht, ein Roboter. Ich werde ein Trugbild schaffen, das uns tarnt. Geh du vor. Soll ich sie nicht töten? Ich find's witzig. Ich find's ja witzig, dass sie es gemacht haben, dass die jetzt uns helfen und so. Bloß, warum kann Ark nicht einfach... Ah! Au! Aua! Autsch! Wirklich? Das ist das Einzige? Ach, nicht so ruppig. Noch haben wir nicht mal Kaffee getrunken. Hahaha, bist du überrascht? Roy hat den Kran gesteuert. Ah, deshalb hat alles so gewackelt. Boah, schön Roy, den er gar nicht wirklich kennt. Schön gedisst. Ich hätte nie gedacht, dass Heldsein so schwer ist. Was? Beschwer dich nicht, lass uns weitermachen. Wow. Irgendwie heiß. Er ist so Alpha. Ich glaube, die Laserstrahlen kommen von dort. Major hat die Gabe, in die Zukunft schauen zu können. Nichts, alles gut. Er wusste, dass ihn Laserstrahlen verletzen würden. Ist er nicht unverwundbar dann? Gab es da nicht mal einen Film oder so? Wo jemand 5 Sekunden in die Zukunft... Was war das nochmal? Ich erinnere mich irgendwie. Jemand, der 5 Sekunden in die Zukunft gucken kann und dann konnte er mal das Richtige machen. Oh, den will ich nochmal gucken. Ich hab vergessen. Endlich kann ich mein Skateboard dann setzen. Halt die Fresse, das immer zu sagen. Weißt du was? Ich will gar nichts mit dir zu tun haben. Du laberst mir zu viel über dein Skateboard. Geh weg. Du bist so Alpha. Das ist schon ein bisschen unturned. Aber, ach, warte. Aber irgendwie auch, ich mag das überhaupt nicht, wenn jemand... unfreundlich und so, stell dich nicht so an oder sowas. Beschwer dich nicht, komm. Das kann richtig sein im richtigen Moment, so wie eine Ohrfeige in ganz bestimmten Situationen gut sein kann, um jemanden aus Hysterie oder sowas rauszuholen. Aber meistens finde ich schrecklich, wenn jemand sagt, stell dich nicht so an, weil das ist dann ignorant und auch so ein bisschen nicht ernstnehmend. Das mag ich überhaupt nicht. Das finde ich dann, mag ich diese Person automatisch ein bisschen weniger, weil ich das Gefühl habe, sie respektiert mich weniger, wisst ihr, was ich meine? Daher ist Nacht jetzt so ein bisschen so, ja, es ist Alpha und es ist so dominant, bla, bla. Stehen ja auch viele drauf. Also, ich wollte jetzt Frauen sagen, aber das wäre sexistisch, weil viele Männer stehen auch drauf. Egal wie, es gibt viele dominante Frauen, also so gesehen. Ich nicht so. Selbstbewusst, das ist was anderes. Selbstbewusstsein, das finde ich attraktiv. Das ist vielleicht, wo viele dann so die Grenze verschwimmen lassen oder sowas. Keine Ahnung. Ach, warte hier, ich werde die Feuerluke verschließen. Warum macht das nicht einfach der Opa, wenn der in die Zukunft gucken kann?
Ja, bloß nicht zeigen. Ich werde es mir einfach vorstellen. Warum lassen wir den Jugendlichen? Du weißt schon, du hast deine Kinder alleine gelassen. Naja. Arg, alles klar. Jetzt geht's los. Ach, so selten das Lied. Ein bisschen tanzen. Nun, was hältst du davon? Ich werde dich mit Mylin begleiten. Arg, du gehst vor. Ja, will ich ja die ganze Zeit, aber lasst mich nicht. Die Schweine, die so viel Geld geben. Aber ich kann es eh nicht aufsammeln, also lassen wir es. Eine Wendeltreppe, wie cool. Kann ich auch mal irgendetwas tun? Hier ist es. Ja, die sollen Geld geben, aber eigentlich brauche ich das Geld ja gar nicht mehr. Aber auch Level. Also, wenn ich richtig verstanden habe, geben die gute Erfahrung. Oh mein Gott! Seid ihr jetzt auch doch verliebt oder so? Ich meine, das war nur eine Illusion. Also, als wir im Tempel waren und die Geister haben uns die Illusion gegeben. Oder was auch immer das war. Die Vision, sagen wir mal besser. Vision. Das kam mir nachher wahr mit der anderen Melina. Ne? Mit dem Tod. Sie konnte ja scheinbar diese Todes-, was auch immer, die Selbstmord. Scheinbar sind wir nicht aus Stockholm. Ja, sind wir schon. Also, die sind alle trotzdem kaukasisch. Aber vielleicht ein bisschen angehaucht arabisch. So von wegen so. Die haben alle eine Detonationsteufelsbombe an sich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Heißt das jetzt, Roy und Fühler sind doch irgendwie verknallt? Es ist lange her, Ark. Du hast viel bewegt. Man muss zwei der Hebel gleichzeitig bestätigen. Schon wieder. Ich kann es nicht betätigen. Um die Luke zu öffnen. Ark, nimm diesen Hebel. Bereit, Füder? Dann los. Jetzt. Offen, wir treffen uns später. Oh, wir sind so ein gutes Team. Aber ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen... Wow. Wow. Hilfe, Hilfe. Wieso gibt ihr kein Geld? Endlich. Es gibt nur 100. Bleib stehen. Bleib stehen. Warte mal. Wollen wir mal... Ja, doch, okay. Dann war es die Erfahrung. Ich könnte ja auf 30 eigentlich gehen. Das war nicht ein gutes Level. Er hat sich so darüber gefreut, dass der Cube explodiert ist. Das fand ich gut. Das Geld... Okay, das ist jetzt nicht wenig Geld. Man könnte auf 700 hochgehen. Jetzt die Frage. Lass uns mal einfach nur zusammen gucken und danach mache ich vielleicht kurz einen Schnitt und mache ein Level noch. Ich will jetzt auch nicht zu abspacken am Ende. Guck mal da. Boah, wie gleichmäßig Stärkeabwehr und Glück jetzt ist. Und dann plus 80 und 88. Geil. Wir haben 7367. 7300. Gucken wir doch mal. Nein. Jetzt habe ich zwei. Oh. Die geben nur 100 Erfahrung. Nee, das dauert mir zu lang. Das ist ja schrecklich. Ja. Das macht Spaß. Ernsthaft jetzt? Das habe ich wirklich als Kind gemacht. Ich habe schlimmere Sachen gemacht. Bei Kronenträger, meine Fresse. Aber das habe ich 100%. Und das, Kronenträger 100%. Oder Final Tactics 100%. Manchmal ist man als Kind doch einfach, hat man zu viel Zeit, glaube ich. Wo man auch denkt, du hättest diese Zeit auch zum Lernen benutzen können. Ich weiß, das kann man jeden Tag sagen. Und wir sind alle, ne, kennen wir alle, aber trotzdem. Nee, wisst ihr was?
einmal noch, damit ich diese 7 Siegen wegbekomme. Aber dann müssen wir das anders. Nein, ich wollte einen Dreier. Mano, kein Dreier für Ark. Ja, geht ja jetzt eh nicht mehr, ne? Doch, geht immer noch. Nacht, Mylin. Nein, nur weil eine Mylin tot ist. Muss es ja nicht heißen, dass die andere auch... mehrere Wege?